Ja, zunächst erstmal äußerst spannend, wie weit man hier bei Windy schon ist, auch als Full-Service-Provider. Also Windy ist auch schon lange nicht nur mehr Hersteller von Windkraftanlagen, sondern ist eben auch selber schon voll dabei, natürlich die komplette Wertschöpfungskette mit einem R&D-Center, mit Ausbildung etc. voll mit dabei. Das, was wir mit dem BZE und mit Ofta ja jetzt auch schon seit einigen Jahren, mit BZE seit 2 Jahrzehnten ja schon entwickeln. Also super spannend, die scheinen wirklich sehr, sehr weit vorne auch zu sein. Das, was wir heute noch als Impuls hinzugeben konnten, war dann einfach die Veredelung des Windstroms. Also einerseits natürlich dann in die E-Mobilität in allen ihren Facetten, auch wenn sie eben mit Wasserstoff vor allen Dingen angetrieben wird, was dann auch noch zusätzlich das Thema Speicherung heute schön voranbrachte. Ich glaube, das hat auch guten Eindruck hinterlassen von uns Schleswig-Holsteinern hier. Und die zweite Thematik, Windstromveredelung und Verwendung in dem Green Data Bereich. Also große Rechenzentren, die mit Windenergie gespeist werden. Und ja, ich glaube, in dem Punkt Veredelung konnten wir hier bei Windy noch einige Zukunftsvisionen zeigen.